Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play von Abenteuer auf dem Reiterhof. Das hier ist der erste Teil der Abenteuer auf dem Reiterhof-Reihe und ehrlich gesagt, auch mein Liebster, den habe ich so viel gespielt, dass die CD irgendwann kaputt gegangen ist. Und ja, die alte CD habe ich gar nicht mehr und hatte das große Glück, eine Sammleredition bei eBay zu ergattern. Und ja, was soll ich sagen, die CD, die ich jetzt habe, ist komplett einwandfrei, die ist wie neu und das Spiel läuft top. Also, ja, würde ich sagen, springen wir einfach mal direkt rein, damit ihr auch sehen könnt, warum das hier einfach mein Lieblingsteil ist. Sehr geehrte Annie, wie du weißt, ist vor kurzem deine Tante Martha nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Lass ihn das jetzt Ich vorlesen. schreibe diese Zeilen, um dir mitzuteilen, dass du in ihrem Testament bedacht wurdest. Ihre eigenen Kinder sind als Haupterben eingesetzt, aber sie besaß ein Pferd, das sie nun dir vermachen möchte. Selbstverständlich bist du nicht verpflichtet, dein Erbe anzutreten. Aber teile mir bitte so schnell wie möglich deine Entscheidung mit. Wenn du Interesse an dem Pferd hast, schicke ich dir einige Fotos, einen Stammbaum und weitere wichtige Informationen zu. Mit freundlichen Grüßen, Anderson und Partner, Notar. Alleine diesen Brief mag ich so gerne. Ich finde, der ist so schön detailliert geschrieben und wirkt einfach so realistisch. Und na klar ist das wieder so die typische Story, dass man wieder irgendwas erbt, aber das ist egal, weil das tut dem Spiel absolut keinen Abbruch, meiner Meinung nach. So, ich drücke mir jetzt auf Weiter. Es kann sein, dass sie jetzt gleich wieder weiter vorliest. Okay, noch nicht. Beruhige dich, du erschreckst Hi Annie, Komet. wie geht's? Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe ein Pferd geerbt. Ist das nicht toll? Ach ja? Und wovon träumst du sonst so? Komm schon, Annie, du bist meine Stallgehilfin und wirst es immer bleiben. An einem Wettkampf wirst du jedenfalls nie teilnehmen. Glaub doch, Wie was du unfair. willst. Du wirst schon sehen. Kann ich hier einen Stall mieten? Das ist eine tolle Idee, nicht Melissa? Okay, du und dein Gaul werdet sicher keinen Blumentopf gewinnen. Ich werde euch beim nächsten Wettkampf zeigen, wer die Beste ist. Gehen wir, Komet. Achte nicht auf Oh sie. Mann. Ich werde dir helfen. Hast du ein Foto von dem Pferd? Ja, das ist heute mit der Post gekommen. Liebes Tagebuch, etwas Wundervolles ist geschehen. Ich habe ein Pferd geerbt. Sein Name ist Alpha. Ein fantastisches Tier. Aber das Tollste daran ist, dass ich für mein neues Pferd einen Stall in Rosemont Hill gefunden habe. Dort befindet sich das Gut, auf dem mein Dad aufgewachsen ist. Er und meine Großeltern lebten dort, bis ein gewisser Mr. Willoughby meinen Großvater durch betrügerische Machenschaften um Haus und Hof brachte. Damals musste mein Vater Rosemont Hill für immer verlassen. Es ist eine lange, traurige Geschichte, aber ich hoffe, ich kann jetzt, da ich viel Zeit in Rosemont Hill verbringe, mehr darüber herausfinden. Ich stelle mir gerade vor, wie es ist, dort zu leben. Der alte Mr. Willoughby ist schon vor langer Zeit gestorben und sein Sohn Stephen Willoughby kümmert sich an seiner Stelle um den Hof. Aber eigentlich ist er nie da. John sagt, dass er hauptsächlich seinen Geschäften nachgeht. John ist übrigens derjenige, der sich in Mr. Willoughbys Abwesenheit um die Stelle kümmert. Das Es ist dauert ein fast so, bisschen, es als tut mir würde leid, dieser ich lasse sie wundervolle vorlesen. Ort einzig und allein Melissa, John und mir gehören. Melissa ist nicht so umgänglich wie John. Sie kann ganz schön mürrisch und unfreundlich sein. Aber ich werde mein Möglichstes tun, um mich mit ihr anzufreunden. Es gibt noch zwei weitere Menschen, die auf Rosemont Hill Stelle gemietet haben. Sie heißen Linda und Michael, aber bisher kenne ich sie kaum. Ich bin im Moment ganz schön Okay, ich aufgeregt, glaube, wir können das weil ein so bisschen viele Dinge überspringen. da Das dauert doch sind, dann wenn jetzt man ein ganz schön Pferd lange. besitzt. Es muss gefüttert und gepflegt werden. Und natürlich muss ich auch den Stall ausmisten. Okay, doch nicht. Ist es Hoffentlich fast zu Ende? vergesse ich nichts. Das wäre alles für den Augenblick, denn Okay. ich. Wir sind jetzt mal fertig mit diesem Brief. Mein Gott, ist das lange. Hallo Annie, wie geht's? Hallo John. Tolles Wetter, nicht? Ja, es ist wirklich prima. Ausgezeichnet zum Trainieren der Pferde. Also ich muss sagen, die Cutscene am Anfang fand ich echt gut gemacht. Es ist schade, dass diese Melissa schon direkt am Anfang so gemein zu uns war, aber naja.
Okay, jetzt sind wir hier auf dem Hof. Da vorne ist der Briefkasten. Ich glaube sogar, man muss da ab und zu hingehen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ja, das ist witzig. Wenn man die Maus bewegt, bewegt sie ihren Kopf. Ja. Alles etwas schnell irgendwie. Ich muss es ein bisschen langsamer einstellen. Ich glaube, das ist besser. Ja. Okay, dann gehen wir einfach mal direkt in den Stall rüber. Da kommen so viele Gefühle hoch. Einfach das Aussehen. Oh Gott, die Sättel, stimmt. Man kann die auch nehmen, ne? Was mache ich jetzt? Ich schnapp mir jetzt so einen Sattel. Wow, das haben wir einfach in den alten Spielen nicht. In den neuen Spielen. Was erzähle ich denn? In den neuen Spielen gibt es das einfach nicht mehr so. Das Problem ist. Ach doch, mit Leertaste kann ich ihn wieder hinhängen. Okay. Ich muss mir eine Pferdebürste von dir leihen. Ich Ja. kann meine nicht finden. Okay, ja. Wir leihen ihr eine Pferdebürste, auch wenn sie vorhin gemein zu uns war. Natürlich darfst du. Danke. Jetzt haben wir ein Hufeisen gekriegt. Okay, was kann das? Sehen wir auch nicht wo, ne? Okay, wir laufen einfach. Oh Gott, das ist ein bisschen verwirrend, die Steuerung hier. Ja. So, was gibt es denn hier Schönes? Steht hier ein Pferd drin? Nein. Ach, da vorne ist sie bei ihrem Pferd, okay. Dein Tagebuch im Aufenthaltsraum gesehen? Vielleicht solltest du es nicht einfach so herumliegen lassen. Was meinst du? John sagt, dass es echt gut aussieht, wenn ich mit Komet springe. Absolut. Okay, die Konversation verstehe ich nicht ganz, aber ich hoffe, sie hat unser Tagebuch nicht gelesen. Das wäre echt irgendwie ein bisschen unfair. So, was gibt's hier? Aha, Sprünge, okay. Da vorne ist ein Waschplatz. Also die Steuerung, die reagiert echt schnell. Da muss man wirklich aufpassen, dass man hier nicht so extrem schnell durch die Gegend schlendert. Ich glaube, das hier ist nicht unser Pferd. Das ist Johns Pferd. Okay, ja, alles klar. Das ist Johns Pferd. Wo ist denn unser Pferd? Ach, Das hier. ist mein Pferd. Mein Pferd mag es, wenn ich mich mit ihm beschäftige und es striegle. Okay, dann machen wir das. Es möchte geputzt werden. Wo finden wir nochmal die? Da, der Wahnsinn. Okay. Das ist einfach so cool, dass man dafür noch losgehen muss. Oh nee, das ist Ich kann einfach sie schön. striegeln. Ich stelle sie besser dahin zurück, woher ich sie habe. Die Bürste, okay, die Bürste bringen wir wieder. Kannst du dir einen Ballen Heu schnappen und in den Futterbehälter legen, bitte? Ja, können wir. Kann ich machen. Vielen Dank. Okay. Oh mein Gott, warum guckt er uns so gruselig an? Geh bitte. Nein, John, du hast ein sehr plattes Gesicht. Wie kann ich die Bürste jetzt wieder loswerden? Ja. Okay, mit Leertaste. Okay, ich finde ihn echt gruselig. Gott, guck uns nicht so an. Warum läuft er so auf der Stelle? Ich nehme besser den Eimer, um das Futter zu Oh tragen. mein Gott, das ist doch der Wahnsinn. Einfach nicht dieses von Bildschirm zu Bildschirm hopsen. Also hier sind Ballen. Kann ich den mit der Gabel tragen? Ey Leute, das ist so ewig her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich erinnere mich an wenige Dinge, aber ein bisschen tue ich's. Nee. Diese Kopfbewegung. Okay, kann ich jetzt hier ein Heuballen? Nein. Also, vielleicht ist das hier auch einfach nicht das Heu, was er meint. Ich nehme einfach mal die Gabel mit für den Fall. Man weiß ja nicht. In den Futterbehälter, was heißt das denn? Und wo finde ich das Heu überhaupt? Ist das irgendwie draußen oder so? So, hier geht's lang. Oder auch nicht? Ich habe keine Ahnung. Nee, da stimmt, da ist der Misthaufen. Na. Also hier ist ja wohl kein Heu. Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Aber so kriegt ihr hier die komplette, ungeschnittene, rohe Spielerfahrung. Okay, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was er meint. Die blinkt halt auch nichts, ne? Naja, wir gucken einfach mal hier rein. Ich glaube, das ist der Aufenthaltsraum. Weil. Oh, Hilfe, ja. Sind das Bonbons? Ah, cool, stimmt. Wir können, glaube ich, dem Pferd Bonbons geben. Bin mir nicht sicher. Liebes Tagebuch, etwas
Ja, nee, das hören wir uns jetzt nicht nochmal komplett an. Ich habe ein Pferd geerbt. Sein Name ist Alpha. Ein fantastisches Tier. Ja. Aber das Tollste daran ist, dass ich für mein neues Liebestagebuch... Okay, ich hatte gehofft, dass da vielleicht ein Hinweis darüber drin steht, wo sich das Heu befinden könnte. Was kann man denn mit dem Telefon machen? Okay, wahrscheinlich telefonieren. Okay, das tun wir jetzt erstmal nicht. Kommen wir richtig dusselig vor hier. Wo geht das Radio? Okay, offensichtlich nicht. Egal. Nee, bloß nicht nochmal, danke. Ja, gut, also was genau wir mit dem Heu jetzt anstellen sollen, verstehe ich nicht. Aber ich werde dem Pferd jetzt einfach Heu geben. Vielleicht funktioniert das ja. Mal schauen. In welchen Behälter denn? Los geht's. Los geht's. Okay, cool. Das war scheinbar gut. Besser an seinen Platz zurück, damit John ihn für sein Pferd benutzen kann. Ich finde es super, dass sie nur John beachtet und nicht Melissa. Okay, ja. Was steht hier? Kann man hier die Tafel benutzen? Nein. Irgendwas anderes hier benutzen? Den Schrank? Nein. Okay. Sind in den anderen Boxen irgendwas Spannendes drin? Kann man da überhaupt rein? Ja. Oh, da ist Mist drin, aber kein Pferd. Okay, gut. Ich würde sagen, ich suche einfach nochmal John. Der läuft, glaube ich, immer draußen irgendwo rum. Vielleicht kann der uns ja nochmal irgendwie helfen oder so. Wo ist er denn? Ich höre ihn doch. Wo ist er? Hallo? Ach, ist der hier draußen? Sind ja. Aha. Okay, verstanden. Da ist John. Wir fragen ihn trotzdem nochmal, ob er was Cooles für uns hat. Stopp, lauf nicht weg. Hallo Annie, wie geht's dir heute? Gut, danke. Okay, mehr wohl nicht. Ich glaube, dann nehmen wir uns jetzt doch die Gabel mit nach draußen und probieren mal, diesen Heuballen hier rein zu buxieren. Ach, seht ihr, da ist sogar das Pferdesymbol an der Box. Okay, hätte mir auch gleich auffallen können. Naja. Ja, das Spiel lässt einen schon so ein bisschen rätseln auf jeden Fall. Das hilft einem nicht bei allem. So, dann hoffen wir mal, dass wir diesen Heuballen auch durch diese Tür hier buxiert kriegen, ne? Da komme ich nicht durch. Okay, gut, okay. Hast ja recht. Dann wackeln wir durch die große Tür. Er hat gesagt, wir sollen das in den Trog oder so legen, glaube ich. Ich hoffe, ich verstehe das richtig. Cool, wir haben jetzt den Ballen geschnappt. Oh, okay, das mit den Türen, das muss ich auch noch üben. Die Annie mit ihrer grünen Weste. Das ist doch einfach legendär. So, und jetzt? Bevor ich ausreite, muss ich dem Pferd die Zügel anlegen und okay. Die Satteln. Verdammt, jetzt. Okay, ich dachte schon, ich stecke jetzt in der Box fest. So ein Pferd braucht viel Pflege, damit es gesund bleibt und in den Wettkämpfen gut abschneidet. Es ist wichtig, alle Trainingsmöglichkeiten von Rosemont Hill auszuschöpfen. Ich muss das einfach nur hier hinbringen. Okay, gut, dann habe ich das jetzt ja richtig gemacht. Cool. Okay, also nehmen wir uns jetzt den Sattel und die Trense und reiten einfach los, würde ich behaupten. Oder möchte unser Pferd noch was anderes? Okay, es möchte geritten werden, verstehe. Nehmen wir uns doch einfach mal diesen Sattel hier. Ach, das ist doch einfach schön, so, dass die noch so doll auf die Details geachtet haben, einfach, dass man sogar die Trense noch extra holen muss. Sieht zwar irgendwie eher aus wie ein Halfter von hier, aber naja. Okay, dann flitzen wir mal los, oder sein Pferd. Es kann natürlich sein, dass das jetzt durch die
Auflösung des Bildschirms breiter aussieht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das ist der Hit. Geil. Okay, hier vorne sind Schilder. Zum Springparcours. Das müsste Dressur sein da vorne und da rechts ist Querfeldein. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit Springen an. Das ist, glaube ich, immer am spaßigsten. Ist das geil. Ich fühle mich einfach gerade wieder wie 5. Irgendwie. War ich so alt, als ich das gespielt habe? Vielleicht. Okay, das Pferd ist ein bisschen schnell außer Puste hier. Der Wahnsinn. Okay, das klappt ja echt ganz gut. Aber ich muss auch sagen, ich habe in den letzten Tagen in meiner Freizeit nichts anderes gemacht, als Pferdespiele zu spielen und Springen zu üben. Also, ja. Oh, okay, ja, das Pferd hat jetzt keine Ausdauer mehr. Verstehe. Oh, oh Gott, oh Gott. Das war aber knapp. Okay. Okay, wir haben einen Kommentator offensichtlich. Cool. Können wir auch hier über den Zaun springen? Nein. Okay, dann... Ah, und außerhalb vom Parcours können wir einfach rumflitzen. Geil, okay, dann donnern wir doch jetzt einfach über den Hof. Oh, der pariert aber schnell durch. John redet nicht mit uns? Egal. Okay. Einfach, weil ich gerade total darauf Lust habe... flitzen wir jetzt einfach einmal hier durchs Gelände. Ach, da ist der Geländeparcours. Alles klar, okay. Ach komm, was soll der Geiz? Das machen wir auch einmal schnell. Mach schon. Das ist geil, dass das Pferd so laut atmet. Kürzen das wieder ab. Ich bin als Kind immer mit meinem Pferd hier die Berge hochgekraxelt und einfach so überall über diese Berge rüber geritten. Das war mein absoluter Hit. Da konnte man mich echt den ganzen Tag mit beschäftigen. Keine Ahnung wieso. Oh, das war zu lange, zu schnell geritten. Ich glaube, hier gab es auch tatsächlich viele Turniere. Also, ich erinnere mich halt leider nicht mehr. Aber im Verlauf machen wir auch, wie in den... Oh, das ist aber schwer hier. Okay. Machen wir das wie in den meisten anderen Abenteuer auf dem Reiterhof teilen, glaube ich, dass wir einfach verschiedene Turniere reiten und eben irgendwann was halt einfach, ja, bestenfalls gewinnen sollten. Bin gespannt. Ich erinnere mich halt wirklich kaum noch an die... Oh, ja. Da war ich ein bisschen zu greedy hier. Ich erinnere mich leider kaum noch an die Story von dem Ganzen. Oh, das klingt nach Löwen. Stimmt, das Meer war hier auch. Ich weiß gar nicht mehr, ob man da irgendwie... Doch, man kann ja auch am Strand rumreiten. Ja. Ich glaube, ich habe als Kind immer versucht, irgendwie so weit wie möglich mit diesem Pferd im Meer rumzudödeln, aber weit kam man da, glaube ich, eh nicht. Wow, diese Erinnerung. Ich hoffe, euch geht hierbei gerade mindestens genauso sehr das Herz auf wie mir. Die Bäume, das ist doch der Kracher. Ich meine, ja, die Grafik hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Aber das Spielerlebnis ist doch hier echt der Wahnsinn, oder? Einfach, man kann direkt losreiten, man hat keinen... Ja, also ich meine, Ladezeiten sind das jetzt auch nicht wirklich welche bei den anderen Teilen, größtenteils, aber... Ja, einfach ohne irgendwelche Pausen einfach direkt losreiten mit dem Pferd. Ich finde das so super. Oh, nicht in den Baum, bitte. Kann man da überhaupt hängen bleiben? Oh, Tatsache. Okay, es ist tatsächlich ein richtiger Gegenstand. Schneller, schneller. Hier steht aber noch keine Hindernisanzeige. Also nicht, wie viele Hindernisse wir haben. Aber unten sieht man, wie weit man gekommen ist. Mit diesem grünen Punkt, der da unten langläuft. Das ist so geil. Wow. Das macht mich richtig, richtig glücklich gerade. Okay, dann gehen wir doch nochmal schnell zu dem Dressur-Dings. Wo müssen wir denn lang? Ich glaube, halt
Hier? Nee, das ist ja Quatsch. Ist das ein anderer Geländeparcours? Schon, oder? Jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Also da muss ich jetzt einmal kurz überprüfen, was wir gemacht haben. Okay, da war ein Busch. Hilfe, oh nein. Okay, nicht gegen Büsche reiten. Okay. Also hier geht ein Weg lang. Zu einem Querfeld. Okay, es sind tatsächlich verschiedene. Wow. Das ist echt so lange her, ich erinnere mich da gar nicht dran. Okay, hier kann man sich nicht durchmogeln. Hier vielleicht? Nee, will sie nicht. Schneller, schneller. Ich finde es Hammer, mit welchen Geräuschen sie das Pferd versucht zu parieren. Okay. Oder ist das... Ach, das ist eine Rennbahn, kein Dressur-Dings, oder? Gibt es hier überhaupt Dressur in diesem Spiel? Ich erinnere mich gar nicht. Na egal, dann reiten wir doch einfach ein wunderbares... weiteres Hindernisrennen, I guess. Ich erinnere mich sehr gut an das, was wir eben gemacht haben davor, aber an das hier irgendwie ehrlich gesagt nicht so dolle. Naja. Na komm schon. Man kann hier halt nicht, also in den meisten Spielen ist es ja so, dass man einmal nach, also Pfeiltaste nach oben drückt und dann wird das Pferd eine Gangart schneller und dann drückt man sie nochmal und dann wird es nochmal eine Gangart schneller und mit dem langsamer werden. Okay, interessanter Sprung. Genauso nur andersrum, halt mit der Pfeiltaste nach unten. Und hier ist es so, dass man einfach gedrückt hält und das Pferd dann eben schneller wird und irgendwann muss man loslassen, damit das Pferd einfach nicht ermüdet. Also ich halte jetzt die ganze Zeit gedrückt. Jetzt muss ich es loslassen, aber es wird natürlich auch automatisch langsamer. Und da muss man ein bisschen ein Gefühl für kriegen, wenn das Pferd dann, ja, anfängt zu stoppen dafür, weil es nicht mehr kann. Das können wir doch locker abkürzen hier, oder? Dann haben wir doch schon gleich den Parcours auch wieder... Oh nein, jetzt habe ich wieder zu lange gewartet. Oh, das hat jetzt tatsächlich als Verweigerung gezählt. Und hü. Okay, dann haben wir das auch schon geschafft. Okay, also wir hatten bisher die Aufgabe, das Heu wegzubringen, oder? Mehr nicht. Wenn ich mich nicht... Oh, wir haben einen Brief. Cool. Okay. Kann sein, dass wir den eben auch schon hatten und ich einfach nicht drauf geachtet habe. Aber ja. Nicht so schnell. Absteigen. Absteigen ist jetzt in diesem Fall Enter. Aufsteigen ist Leertaste. Dann... Oh, okay, ja. Enter ist auch Türen öffnen. Ist ein bisschen verwirrend, wann man hier welche Taste benutzt. Das ist einfach... Das ist einfach nur toll. Wow, okay. Jetzt stellen wir unser Pferd hier hin. Ich sollte ein paar Äpfel suchen. Pferde lieben Äpfel. Pferde lieben Äpfel. Ja, das ist richtig. Wir hängen erstmal den Kram hier zurück. So. Das Blinken von den ganzen Sachen ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber ja. Okay, dann gehen wir doch als allererstes zum Briefkasten. Tür öffnen, danke. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mehr Schritte höre, als da sind. Ich verstehe noch nicht so ganz, was die Anzeige oben links ist. Ich glaube, das ist unser Progress in dem Kapitel, in Anführungsstrichen. Also in dem, was wir gerade machen, wahrscheinlich. Also vermute ich jetzt einfach mal. Was steht da? Domain... De Belga. Okay, ich kann leider kein Französisch oder was auch immer es ist. Da bin ich leider total untalentiert. Okay. Hindernisrennen und Geländereiten. Okay, ich habe da jetzt nicht so den Unterschied gesehen, aber egal. Wir lassen uns überraschen.
Wir werden zum Rosemont Hill Turnier eingeladen, das heißt, hier auf der Anlage, würde ich behaupten. Okay. Herzlich willkommen beim Reitturnier von Rosemont Hill. Heute werden wir einige der vielversprechendsten jungen Talente in einer der schwierigsten Disziplinen des Reitsports beobachten können. Um das Siegertreppchen zu erklimmen, müssen alle Prüfungen des Wettbewerbs nacheinander gemeistert werden. Zuerst kommt das Springen, dann der Hindernislauf und schließlich der ultimative Ausdauertest beim Geländeritt. Wie Hammer, dass die einfach noch so ein ganzes Intro dafür gemacht haben. Ich meine, das ist jetzt ja nicht das Aufwendigste, aber wie cool. Okay, es geht schon direkt los, dann Pop-up, Annie. Ich weiß gar nicht, ob man auch Stangen reißen kann, aber offensichtlich ja, weil unten ist eine Anzeige dafür. Na, so. Und jetzt sind sogar Blumen hier auf dem Parcours. Oh, wie süß ist das denn? Wow. Ich finde das so krass, wie viele Details man einfach... Ja. 5 Strafpunkte. Normalerweise gibt ein Abwurf doch nur 4. Na egal. Nicht so schnell. Oder, ja, genau das. Nicht so lange. Mach schon. Nach oben drücken. Okay, das war's schon. Das war hoffentlich nicht so schrecklich mit dem Abwurf. Oh ja, das war doch schon ganz schön schlecht. Und wir waren echt langsam. Krass. Okay, hätte ich nicht gedacht. Die Namen, das ist doch schön. Evita und Lotus, die mag ich irgendwie. Okay, wir drücken weiter. Platzierung 7. Na, vielleicht können wir das ja noch ein bisschen aufholen. Na, dann mal Hü. Bin mir auch gar nicht mehr sicher. Ich glaube, man bekam hier auch noch neue Pferde mit der Zeit. Doch, müsste eigentlich. Das ist doch eigentlich so der Catcher von diesen Spielen. Nee. Wir wollen schön schnell sein. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob man die Ausdauer... Oh, hier stehen auf einmal Leute. Ob man die Ausdauer trainiert im Laufe des Spiels, das weiß ich gar nicht mehr so genau. In den anderen Teilen tut man das auf jeden Fall, aber hier bin ich mir nicht sicher. Wir werden es rausfinden. Hopp, hopp im Galopp. Hier steht sogar echt noch Publikum an der Seite. Wahnsinn. Oh Gott, bloß nicht die Leute umreiten. Da hinten ist das andere Hindernis. Na. Bin mir jetzt nicht sicher, ist das jetzt das Geländereiten oder das Hindernisrennen? Müsste das Hindernisrennen sein, glaube ich. Gucken, ob wir das jetzt hier... Wow, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den jetzt schaffen. Okay, wir haben es schon... Nein. Los, schnell weiter. Genau das, mach schon. Okay. Das war ja gar nicht mal so schlimm. Melissa auf Komet war besser als wir. Naja, gut, das war fast zu erwarten. Dann kommt jetzt noch... Oh, wir sind auf Platz 3 hochgestiegen. Das ist super. Dann kommt jetzt noch das Gelände. Springen. Reite auf mich zu und bring das Pferd vor mir zum Stehen, damit ich seine Gesundheit und seine Ausdauer testen kann. Ich werde mich beeilen. Ich fühle den Puls und werde prüfen, dass das Rennen Verletzungen verursacht hat. Du hast dein Pferd zu stark angetrieben. Ich würde das anspruchsvolle Geländereiten nach einem solch ermüdenden Hindernisrennen nicht mitmachen. Der Puls des Pferdes geht zu schnell, um an einem solchen Wettkampf teilnehmen zu können. Was? Leider muss ich dich vom Wettkampf ausschließen. Oh mein Gott, das weiß ich ja gar nicht mehr. Wahnsinn. Okay, krass. Wow, das, okay, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier dieses Overlay kriege, aber wow, okay, also das wusste ich gar nicht, dass man ja zwischendurch diesen Tierarzt-Check-up hat. Wahnsinn. Krass, auf was man alles achten muss. Das ist ja irgendwie...
Das war überraschend. Okay, da die Folge aber sonst viel zu lang wird, werde ich jetzt hier erstmal abbrechen. Das erste Turnier haben wir auf jeden Fall erfolgreich verkackt. Das macht aber nichts, weil wir haben ja wahrscheinlich noch unendlich viele weitere Versuche. Ja, darum würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge.